Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Gutmetzger möchte Ihnen nicht nur Fleisch verkaufen, er freut sich auch, wenn er Sie beraten kann und Ihnen Tipps für die Zubereitung geben kann. Also, fragen Sie. Herr Weber, wie ist es so? Werden Sie auch jemanden gefragt? Sicher, zum Beispiel bei einem Braten. Rindfleisch wird beim Braten gerne ein bisschen trocken, darum sollte man spicken oder mit Speck einrollen. Und das kann man gerade beim Gutmetzger machen lassen? Selbstverständlich, ich zeige Ihnen gerade, wie das geht. Wir ziehen den Speck mit der Spicknadel ins Fleisch hineinziehen. Das, was das Brot so saftig macht. Mhm. Was muss man sonst noch schauen beim Braten? Wichtig bei einem Braten ist die Kochzeit. Bei diesem Stück von 41 Kilo ca. 2 Stunden. Hilfreich ist auch der Fleischthermometer, der die Kerntemperatur anzeigt, wenn das Fleisch gar ist. Wichtig ist, dass der Spitz in der Mitte des Fleischstücks ist und nicht unten oder hinten rausschaut. Aha, sonst klappt es dann natürlich nicht mit dem saftigen Braten. Jetzt für die kommenden Festtage, Herr Weber, was haben Sie da unseren Zuschauern noch zu empfehlen? Wenn Sie einen besonderen Wunsch haben oder ein spezielles Stück möchten, so bestellen Sie das uns doch mindestens eine Woche zum Voraus, damit wir es Ihnen parat machen können. Dankeschön, Herr Weber. Alles, was Sie so rund um den Rindsbraten sonst noch brauchen, finden Sie natürlich bei Coop. Zum Beispiel die hocherhitzbare Seis Spezialpflanzenölcreme, sauren Halbrand zum Verfeinern der Soße, Stocki, der luftige Herdöpfelstock oder Sommergemüsebouquet mit Champignons von Midi. In der Coop-Molkereiabteilung kommen Sie jetzt eine Neuheit über, die es sonst nie in der Schweiz gibt. Es ist das Bulgaria Joghurt Natur, das mit Original-Joghurtkulturen aus dem Ursprungsland Bulgarien hergestellt wird. Das neue Bulgaria Joghurt ist kräftig im Geschmack, erfrischend säuerlich und eine echte Abwechslung auf dem Gebiet. Ein richtiges Nachschlagwerk für Geschenkideen ist der neue Geschenkkatalog aus Ihrem Coop-Warenhaus. Dort drin finden Sie auf 40 Seiten glatte Geschenkvorschläge für jeden Geschmack und für jedes Budget. Nächste Woche kommt ja schon wieder der Samichlaus und hoffentlich bringt er dann Ihnen nicht nur eine Rute, sondern auch einen gut gefüllten Sack voll von diesen knusprigen Überraschungen von Coop. Dazu gehören natürlich Lebkuchen, Nüsse und Erdnüsse, Feigen, Datteln, Mandarinli und. Vergessen Sie aber die feinen Pralinen vom Arni Confiseur nicht. Wie zum Beispiel die zart schmelzende Praline-Mischung Arni Selection, Darni Ferledi oder Darni Praline Surfin. Und wenn Sie gerne Süßigkeiten haben oder jemandem eine süße Überraschung machen wollen, dann schauen Sie doch jetzt noch das Coop-Rezept von dieser Woche an. Sie sind so einfach zum Machen und so herrlich zum Essen. Vanillehufeisen. Sie kennen sie auch unter dem Namen Vanillegipfeli. Man kann in dieser Schüssel Anken und Mehl verrieben, ein Ei dazugeben und geben jetzt eine Mischung von geriebenen Mandeln, Zucker, Vanillezucker und Salz dazu. Schaffen das zu einem Teig und ziehen den eine halbe Stunde im Eiskasten ruhen. Dann stechen wir nussgrosse Kugeln ab, machen eine Würstchen von 8 cm ungefähr und formen eine Hufeisen. Das legen wir auf ein Blech. Und das Blech schieben wir in den vorgeheizten Ofen. Nach etwa 10 Minuten nehmen wir die Hufeisen raus, dann sollten sie noch hell sein. Wir trüllen sie in einer Mischung aus Puderzucker und Vanillezucker. Wenn Ihnen das Rezept gefällt, so probieren Sie es einmal. Es lohnt sich. Es steht in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen! Wir danken Ihnen jetzt fürs Zuschauen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es sportlich elegante Moonboots zu besonders günstigen Preisen. Zum Beispiel die Damen-Moonboots mit seitlichem Reissverschluss für nur 39 Franken. Ein Weihnachtsstern mit mehreren Trieben für nur 4,20. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop ausländische Bienenhonig Flora Miel, 1 Kilo statt 5,40 jetzt nur 4,40. Rahmspinat Goldstar statt 2,30 nur 1,80. Zwei Servila statt 1,80 nur 1,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Vollwäschmittel Omo statt 15,90 nur 13,90. Feinwäschmittel Genie Lavabo statt 8,75 jetzt nur 6,90. Gewebveredler Tedidus 4 Liter statt 5,90 nur 4,70. Brüsseler Chicorée aus Belgien, ein Beutel an 500 Gramm, nur 1,75. Auf Wiedersehen!